Ach ja, diese komischen Droide. Ach, Elektro-Troll. Jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um zu trennen. Wenn du die Boden findest, du die Felder abschalten. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist. Aber meine... Ja. Die liegt genau hinter dir, du Blindschleiche. Ich kann ja nicht von mir behaupten, dass ich Adleraugen hätte, aber das sieht doch wirklich jeder. Wow, das war knapp, ey. Ah ja, das ist auch so ein Könnerpunkt hier. Wenn man alle Windmühlen abfackelt, gibt's einen Könnerpunkt. Sowas ähnliches gibt's auch in einem anderen Level. Ach, ein schöner Regenbogen. Oh. Da fängt man gleich zu träumen an. Ich sülze schon wieder rum. Zack. Aber das sieht doch wirklich wunderschön aus. Ein Traum im Bund. Quick. So. Ich glaube, da oben konnte ich noch nicht hin. Da muss ich... Ah, scheiße. Da muss ich erst zu irgendeiner bestimmten Stelle kommen. Aber da komme ich schon noch hin. Das mache ich erstmal auf hier. Sehr schön. Jede Menge Edelsteine. Pling, pling, pling. Und eine Diode. Stirb. Ah, hau ab, du Sau. Jetzt hing er fest. So. Da oben finde ich, glaube ich, eine Kugel. Oder besser gesagt, eine Aufgabe für eine Kugel. Da ist eine Windmühle, die machen wir erstmal kaputt. Ah. Ja, der ist einfach mal weg. Ganz toll. Gibt es hier irgendwo Edelsteine? Nö. Diese diebischen Daumenschrauber klauen immer unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzen und unseren Generator aktivieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ja. Es geht aber gar nicht darum, diesen komischen Generator in Gang zu setzen, sondern es geht darum, die Daumenschrauber zu erledigen, und zwar alle 10. Um das zu schaffen, muss ich diese komischen Steine wieder einsetzen. Weil dann kommen die nämlich aus ihren Verstecken. Das ist eine sehr bescheuerte Aufgabe. Ich hasse sie. Ich habe sie noch nie gemocht. Und irgendwann geht der Alarm los. Das zeigt mir eben, dass irgendwo einer kommt. Jetzt müsste eigentlich so langsam mal einer kommen. Ja, da ist er schon. Zwei. Noch einer? Ja, ich höre noch was. Da ist er. Bleib stehen, du Sau. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, da habe ich sogar zwei gesehen. Ja. Wow, auf einen Streich habe ich 5 gekriegt. Das habe ich noch nie geschafft. Jetzt läuft meine Nase, ey. Zack. Where? Da liegt noch einer. Alarm!
Wo bist du? Da ist er. Wo sitzt er? Da! Ich werde gleich mal gucken, ob da hinten noch einer ist. Ja, der fehlt. Da! Nein! Bleib hier, du Sau! Hier ist nochmal Alarm losgegangen, aber da ist keiner. Die sind beide noch drin. Okay, dann war das nur der eben gerade. Aber nur noch zwei. Schluck. Zack. Wo ist er? Wo ist die Sau? Der fehlt. Da ist er. Einer fehlt noch. Da! Bleib hier! Jetzt habe ich sie alle erwischt. Ha! Das war's. Genug geklaut. Ja! Geschafft! Generator läuft. Danke, unter unseren Blick. Geleitende Dinge. Ja, nehme ich das mal als Belohnung. Vielen Dank. Pling! Und auf Wiedersehen. Dich werde ich nie wiedersehen. Zum Glück. Also zumindest nicht in diesem Let's Play. Wenn ich irgendwann mal wieder Spyro 2 zocke von Anfang an, dann natürlich schon. Bam! In your face, Alter! Das ging sowas von aufs Auge. Und auch das Kraftfeld ist weg. Jede Menge Feinde. So, den da mache ich mal auch platt. Dann habe ich nämlich meine 18 Feinde und somit ist der Powerpunkt aktiviert. Halt, da war ein Schmetterling. Na, wirst du wohl kaputt gehen, geht doch. Kling. Sehr schön. Jetzt mache ich mal die Truhe kaputt. Ups. Jetzt muss ich nämlich alle diese Windmühlen hier kaputt machen, damit ich an diese Schalter rankomme. Weil die sorgen dafür, dass die Dinger ausgehen. Und warum das so ist, besonders warum ich die ausmachen muss, das hat auch einen ganz bestimmten Sinn. Brauche ich nämlich für eine Kugel. Also sag mal, gehst du jetzt mal an? Geht doch. Ja, für eine Kugel brauche ich das nämlich. Damit die, weil wenn die noch an sind, kann ich mir diese Kugel nicht holen. Schön. Und auch das Ding ist aus. Und einmal brauche ich das Ding noch. Dann ist gut. Scheiße. Das war natürlich Murks. Scheiße. Der Bogen war zu groß. Wie bei der Formel 1. Schön weit ausholen für die Kurve und schön den und schön engen Winkel. Genauso. Spyro, siehst du das große Gebäude dort drüben? Die Daumenschrauber stehlen damit unseren Strom. Bitte hilf uns, indem du die Maschinen darin abschaltest. Okay. Mach ich das mal. Ich bin immer so scheißfreundlich. Und jetzt muss man auf diesen komischen Dingern hier landen. Das ist aber relativ einfach. So, da oben ist schon das Ende, aber da kann ich eben nicht hin. Ah, geh raus, danke. Nein! Mann!
Da schaffe ich es nur, da drauf zu landen, dann schiebt der mich irgendwie runter. Warum auch immer. Sehr gut. Damit habe ich schon mal einen Speicherpunkt. Spyro, du hast dich bis jetzt gut geschlagen. Nimm diesen Anhänger als Glücksbringer. Wenn du Fragen zum Schließen der Fabrik hast, frag mich. Nö, danke. Gib mir einfach nur die Kugel und dann ist gut. Pling! Diese Gleitflüge sind knifflig. Um sie zu schaffen, musst du schweben. Drück die Dreieck-Taste während des Gleitens, um zu schweben und an Höhe zu gewinnen. Die Dreieck-Taste. Ja. Ich brauche das Schweben nicht. Es geht auch ohne. Ich kann... Okay, hier brauche ich Schweben. Sehr gut. Läuft ja. Jetzt komme ich auch hier hin. Das, glaube ich, ist die letzte Windmühle, oder? Ja! Könnerpünktchen. Juhu! Der Schalter zum Abschalten der Dauerschrauberfabrik in diesem Raum. Ja, toll. Furchtbar laut. Ich sehe den Schalter von hier. Wenn ich da reingehe, passiert nichts. So, abgeschaltet. Ganz einfach. Ja. Das möchte ich auch haben. Gib's her. Pling! Boah, wenn mich das ankotzt mit diesen Aussetzern, ey. Ich verfluche mein Spiel so sehr dafür, dass es schon so abgekackt ist. Scheiße. So, dann wollen wir mal jetzt noch die letzten Edelsteine holen. Scheiße. Na, wirst du wohl. Geht doch. So, die Diode habe ich noch nicht. Die muss hier irgendwo liegen. Da liegt sie. Fuck, du Sau, Alter. Da habt ihr schon ganz schön viele Edelsteine. Halt! Da sind noch welche. Ich habe immer noch nicht alle. Da ist noch eine. Da ist eine. Halt! Da ist eine Maus. Hole ich mir erstmal meine volle Gesundheit zurück. Sehr gut. Danke, Spyro. Du hast alle elektrischen Sperren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Daumenschraubern gerettet. Nimm ihn bitte als Belohnung. Oh ja. Danke. Yes. Hurikos geschafft. Und jetzt zurück nach Sommerwald. Quatsch. Quatsch. 400 Edelsteine wandern in den Gesamtschatz. Oh Mann. Müde. Müde.